So bin ich dankbar, dass heute Nachmittag in dieser Konferenz eine einvernehmliche, eine allgemeine Zustimmung für europäische Stresstests für Kernkraftwerke in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union akzeptiert werden wird. Freiwillig, nach dem geltenden Recht, aber allgemein anerkannt, werden wir deswegen in den nächsten Wochen entlang der Zustimmung und Ermunterung von heute Nachmittag als Kommission einer weiteren Sitzung dieser High-Level-Conference Vorschläge erarbeiten, dass, wie und wann Stresstests mit gemeinsamen Prüfkriterien, mit gemeinsamen Standards für die Sicherheits- und Risikoüberprüfung im Lichte der Erkenntnisse aus Japan an und in den europäischen Kernkraftwerken vorzunehmen sind. Schon jetzt schlagen wir vor, dass ein erster Zwischenbericht und gegebenenfalls eine Vertiefung der Kernenergiesicherheitsrichtlinie auf europäischer Ebene früher, deutlich früher, vor 2014 von der Kommission vorgenommen werden soll. Einen Stresstest. Wir wollen die Risiken und die Sicherheitsfragen im Lichte der Erkenntnisse von Japan ergänzend und neu bewerten. Ich glaube, dass dies ein Gebot der Stunde ist und dafür ist der Stresstest mit genau gleichem europäischen Standard der richtige instrumentelle Weg.